Also ich habe weder Höhlenkunde noch irgendwas. Aber kannst du ja versuchen. Genau, also gebirgskundig würde ich zählen lassen, aber es ist halt irgendwie eine Mischung aus Stadt nicht. Und Gebirge und Höhle. Ich hab Eis und Maraskan kundig. Wie schlimm ist eigentlich der Gestank hier unten? Geht das? Oder? Also im Vergleich zu dieser Irrhalkenröhre besser. Hier im Haus der Heilung riecht das vor allem nach kranken Menschen. So. Es ist halt nicht schön, aber es ist schon alt. Zum Glück alt. Also du hast nicht das Gefühl, dass man sich jetzt hier direkt ansteckt. Du als Elf bist da vielleicht ein bisschen resistenter, auch wenn du kein Zwerg bist. Aber ja. Also es ist halt wirklich ekelhaft. Gerade wenn man dann auch... gerade für Elfen ist es ja mit dem Geruch nochmal was anderes. Ja, du würdest andere, ja nicht so empfindlich. Genau, andere würden in Ohnmacht fallen. Du bist einfach nur froh, dass du resistenter gegen Krankheiten bist. Ja, Dore wird auf jeden Fall mal ein blaues Tuch aus der Tasche holen, sich das vor den Mund binden und Falk dann auch die weitere Interpretation von irgendwelchen Zinken überlassen, ihn aber darauf hinweisen, wenn er welche sieht, die er nicht erkennt. Und sie will ich mal abducken auf den Boden und mal schauen, ob er irgendwas an Spuren sinnvoll äußern kann. Ah, hier und da im Geröll sind schon irgendwelche Schleifspuren zu sehen. Aber wo wollen wir denn eigentlich hin? Da vielleicht. Dort ist eine etwas größere. Dort bewegen sich mehrere Wesen hin. Oder Menschen, Stiefel könnten das sein. Da sind Spuren. Ja, die sehen frisch aus. Sagt Simon, zeigt auf einen Bereich. Ja. Sieht so aus, als wäre hier vor wenigen Stunden etwa jemand vorbeigekommen. Könnt ihr der Stelle folgen? Ich möchte mir den Zinken einmal angucken. Welche ist dir die Fährte, die er weiß? Tempel des Thyakraman. Tempel des Thyakraman ist die Richtung. Ihr solltet diesen Namen nicht aussprechen. Als du es aussprichst, kannst du auch so einen ekelhaften Schmerz auf deiner Zunge spüren und schmeckst ein bisschen Blut und Eisen in deinem Mund. Das ist ein böser, verdorbener Name. Worauf müssen wir uns einstellen? Tentakel, Gestank, Schatten. Dämonen. Schatten, Feuer. Danke. Ein wirklich dankbarer Blick zu Kasim und der Bogen wird fest in die Hand genommen. Falk, wollen wir? Ich denke. Wenn ihr den Gang entlang geht, könnt ihr es hören und dann spüren. Zunächst war es ein schabendes Geräusch, was lauter und lauter wird, was sich dann auch direkt in eurem Bauch wiederfindet und durch euren gesamten Körper zieht. Es klingt so wie eine Mühle, wie ein großes Mühlrad, was im Wind flattert und irgendein Mühlstein anschiebt. Aber hier drin, klar, ab und zu weht mal ein verderbter Odem, ein Wind oder so etwas, aber warum sollte jemand hier ein Mühlrad installieren? Und wenn ihr dann der Richtung folgend öffnet sich ein Raum zu einer großen Kuppel, könnt ihr spüren, wie etwas an eurer Seele zieht. Ein gewaltiges Mühlrad, was dort direkt über euch in einer Kuppel sich dreht. Ihr hört Schreien, das Kreischen von dort, spürt fast, wie euer Blut aus euren Adern gezogen wird. Ein pestiger Hauch, der von dort aus ausgeht, Schreie, Gewimmern, das Schleifen. Das ist ein Stück. Und ihr wisst es intuitiv, ein Stück. Evidias, ich sehe was. Odem Arcanum Sinserei wird da ein Hauch von Zauberei. Der alte Zauberer hat panische Angst bekommen. Moment. Wenn er ein Odem zaubert, kann ich versuchen, ihm eine zu wischen, dass er aufhört. Also Doril macht ein paar Schritte weiter vor, wenn der Magier hinter ihm wieder irgendwas Komisches anfängt zu murmeln. Odem Arcanum Sinserei. Ich probiere meinen Blick auf den Boden zu zwingen und nicht darauf zu schauen. Kasim, würfel einen Raufenangriff gegen Teferi.
Oh boy. Also ich will ihm keinen Schaden machen. Ich will ja, das ist mir egal. Teferi kann dann eine Selbstbeherrschungsprobe Störung ignorierend würfeln. Oma, erstmal darf er mich treffen. Ein Stück sagen, der Schaufel der Seelenmühle, die über euch malt. Ja. Bei Max der Schwern ist 6 und ich bin nur 1 drunter, dann schafft er das. So spricht er zu Ende. Du hörst noch, Kasim. Tu es nicht. Deine Augen. Sollten wir umdrehen, sagt der Zauberer, so ein bisschen leise. Deine Augen werden ein bisschen glasig und unabhängig davon, dass sich. Es fühlt sich so an, die Geistreise, die du in Belhanka gelehrt hast, wenn deine Seele aus deinem Körper wandert. Es fühlt sich so ähnlich an, aber unfreiwillig und in eine Richtung ziehend. Also so kleine Träne, die an deinem Auge entlang rinnt, als du den Odem dann beendest und auf das Mühlrad der Seelenmühle starrst. Die gewaltige Schaufel, die sich dreht. Kann ich feststellen, dass wir hier einen Übergang zwischen den Sphären haben und dass wir irgendwie sehr nah an einer anderen Sphäre sind? Oder ist das nur eine Illusion, die wir sehen? Nein, das ist echt. Und während ihr euch dort unterhaltet, euch teilweise ein bisschen kabbelt und Kasim dann Teferi rüttelt, könnt ihr wohl auch erkennen, wie unter diesem Mühlrad, was in der Decke angebracht ist und malt, könnt ihr überhaupt den Raum selbst einfach wahrnehmen und erkennt, dass dort wohl der ein oder andere Mensch steht und viele weitere liegen. Ihr könnt erkennen, wie hier das muss sie sein. Kasim, du erkennst sie, Alyssa Karfink. Sie steht dort, gemeinsam mit einem weiteren Prios-Geweihten ist es nicht. Ein blinder Mann, der dich anstarrt, mit weißen Haaren, Aurentian von Jilaskan. Und ein Bluthund, die dort stehen und warten. Waren wohl eben ins Gebet vertieft und während ihr euch dort gestritten und gekabbelt hattet, habt ihr die Aufmerksamkeit von ihnen auf alle Fälle erweckt. Ich würde meinen Odem auf Sicht wirken, auf diese Gruppe. Stehen die immer im Sichtbereich, alle? Also die sind ungefähr 30 Meter von euch entfernt, wenn ihr sie jetzt wahrnehmt. Wenn ihr euch Alyssa Karfink betrachtet, dann Kasim, sie hat sich bis zum letzten Mal etwas verändert. Du kannst erkennen, wie 6 Hörner aus ihrem Schädel herausragen, wie eine finstere Krone. Die Fiere macht 8 Schritte nach vorne. Nähert sich der Gruppe, hat den Zauberstab und den linken zur rechten weggestreckt, die linke zur linken, die Arme ausgebreitet. Und er spricht zu der Gruppe: Noch nicht zu spät. Ihr könnt eure Seelen retten. Ihr müsst das nie, was auch immer ihr tut, ihr müsst es nicht fertig bringen. Ihr könnt jetzt aufhören, wir können euch helfen. Schön, dass ihr hier seid. Scheiße, da bin ich wahnsinnig. Vielleicht haben wir doch etwas Zeit, uns zu erklären. Was meint ihr? Aber vielleicht wisst ihr auch bereits von dem Verrat, der in der Kirche grassiert und der nichts mit uns zu tun hat. Wir versuchen euch lediglich zu retten. Das Saatkorn ist bereits gepflanzt. Das ewige Licht wird nicht zurückkommen. Diese Chance habt ihr versagt. Aber egal wie das hier ausgeht, lasst mich euch sagen, dass der Namenlose seine Hände ausgestreckt hat. In dem Augenblick, in dem sie das sagt, können die Leute, die hinter Teferi stehen, eine purpurne Aura um ihn herum aufflackern sehen. Er hat immer noch die Arme ausgebreitet. Okay, lasst uns reden. Solange wir reden können, müssen wir kein Blut vergießen. Das Saatkorn der Rache, alles klar? Lasst uns drüber reden. Beschreib bitte diese purpurne Aura näher. Das interessiert mich doch sehr. Und das kommt sehr drauf an, auf wen ich jetzt schieße. Keine nähere Beschreibung. Sie sagt das und für einen Augenblick flackert eine purpurne Aura um ihn auf. Ja, aber was bedeutet also, um ihn herum ist plötzlich purpurnes Licht oder? Gleich wie ein Nebel oder so etwas, halb durchsichtig. Vielleicht hast du es dir auch eingebildet. Die Lichtverhältnisse sind ja obviously kacke hier. Ich meine, wenn du guckst, du grünes hast das Licht und dann. Bei dir und dann ist es bei dir ziemlich hell. Ja, stimmt. Gut, aber. Ich denke, Abelmir, ihr wisst bereits, wovon ich spreche. Die Prios-Kirche ist verdammt. Seit vielen Jahren schon. Wir haben das nur aufgedeckt. Wir bringen diese Dinge ans Licht, wo sie hingehören.
Ihr wisst gar nichts. Und euer Geheimnis wird mit euch sterben. Hey, ruhig. Wir müssen niemanden umbringen. Doch. Wenn wir niemanden umbringen, wenn wir alle lebend hier rauskommen, haben wir gewonnen. Diese Leute werden sterben. Sie gewinnen nichts, wenn wir sie umbringen. Der Einzige, der gewinnt, wenn wir sie umbringen, sind die da oben. Ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Selbst wenn ihr uns tötet, Abelmir, handelt ihr aus Rache? Rache für etwas, das ihr... für eine Wahrheit, die ihr nicht verkraften könnt? Selbst wenn ihr uns tötet, gewinnen wir. Weil ihr aus Rache handelt. Meine Weggründe gehen euch gar nichts an. Ich werde euch zum Schweigen bringen, so oder so. Nun, aber zunächst wollen wir reden. Ihr habt es bis in den Tempel seiner Heiligkeit geschafft. Des blinden Sohnes. Ich bin fast komplett hochgelaufen. Du kannst sehen, wie die letzten verbliebenen Pilger da vom Haus der schwarzen Sonne dir auch entgegentreten und ihre Dolche heben, um dich abzuschlagen. Können wir eigentlich folgen oder stehen wir da so rum? Du kannst folgen, natürlich. Also ich hab jedes Mal, wenn einer geredet hat, habe ich meinen Token halt ein bisschen bewegt, ne? Also, Firi geht die ganze Zeit nach vorne, während geredet wird. Wenn wir gegeneinander die Waffen heben, können wir nur alle verlieren. Alles klar? Sagt Aurentian, von der Rache, die Kirche ist unterwandert, alles klar. Aurentian hebt seine Hände, ihr könnt seine Augen aufleuchten sehen, auch wenn sie blind sind. Wir sprechen die Wahrheit. Ich habe es erkannt. Die alles Kirche klar. Ist verflucht. Glaube euch, die Kirche ist verflucht. Es gibt immer schlechte Äpfel. Keine Organisation, in der Menschen arbeiten, ist perfekt. Mit Sicherheit gibt es irgendwo einen verrotteten Kern. Und lass dieser Kern reden. Muss vernichtet werden. Die Stadt des Lichts ist dieser Stumpf, der faul ist und rottet. Okay. Könnt ihr artikulieren? Ich meine, ihr habt mit den Bekennern rumgehangen, ja? Ist das das, was euch am Herzen liegt? Können wir darüber reden? Die Priesterkaiser. Ja? Die Priesterkaiser waren Anhänger des Namenlosen. Lange her? Könnte sein? Wissen wir nicht. Sie wirken bis heute. Ihr könnt es in den Tempeln sehen, es erkennen. Stellt euch auf die Stufen eines Tempels der Paioskirche und erkennt die Wahrheit. Der Ferry muss sich irgendwie auf die Zunge beißen. Er hätte wohl was er sagen könnte oder wollte, aber er hält sich im Zaum. Geht in die Keller der Noralexakrale und erkennt die Wahrheit. Schließt euch uns an. Eure Lügen bringen euch nicht weiter. Kämpft oder sterbt, ist einerlei. Dorel ist sichtlich verwirrt. Also ist auch zurückgeblieben, was für den Bogenschützen jetzt auch nicht die blödeste Idee ist, aber er weiß gerade offensichtlich nicht, wer jetzt hier zu wem gehört und was da vorne geredet wird. Also er ist ja irritiert und dabei zieht irgendwas an seiner Seele und er will ja eigentlich weg und das ist alles keine gute Situation. Ihr wisst, dass es gute Leute innerhalb der Kirche gibt. Die mag es geben. Einst war ich auch so verblendet. Doch ich habe die Wahrheit gesehen. Warum glaubt ihr, dass Reformation unmöglich ist? Der Kirche findet jetzt im Augenblick gerade der Diskurs statt. Ranibora, Bekenner, Prinzipisten. Warum können wir nicht weiter drüber reden? Warum Gewalt? Warum mit den Niederhöllen im Bunde stehen? Ihr werft eure Seelen weg. Und ich glaube, währenddessen verschwindet Abelmir in den Schatten, korrekt? Nein, ich erstmal muss meine linke Armschiene aktiviert. Okay, dein Endurium leuchtet auf. Aber da leuchtet nichts. Und danach, wenn ich fertig bin, dort ist eine Reaktion für einen Umbraporter Schattentür. Und ich würde mich hinter diesen blinden Pilger, der diese Lügen verbreitet, offensichtlich teleportieren. Mhm. Transformatieren, wie auch immer. Ist es ein Sprung in den Limbus oder ja, nur durch. Ja, ja. Okay. Fun Fact: Das dämonische Magie, das wird also noch viel unkontrollierbarer. Also, Transversales, würfel doch mal ein W20. Das ist ein Import, das ist kein Transversales, aber egal. Ja, das ist schön, ja, aber es ist eine Limbus-Reise, das ist ja das, was ich fragte. Acht. Acht.
8 plus 2 plus 3 sind... 13. Oh. Wie passend. Du teleportierst dich 3W6 Schritt neben das eigentliche Ziel. Das geht ja noch. Dann würfel mal 3W6. Und du breitest deine Arme aus, das Endorium leuchtet, du lässt dich nach hinten fallen in die Schatten. Und 12 Schritt, du landest im Prinzip 3 Schritt vor Magister Teferi, direkt vor einem Pilger im Haus der schwarzen Sonne. Das ist dir bisher noch nie passiert und du siehst, wie der gezogene Dolch nach vorne zuckt. Ja, ich will auf ihn einschlagen. So, Initiative. Teferi, 11. Teferi wird Mirakel überzeugen wirken. Er will weiter versuchen, eine verbale Lösung zu finden. Er spricht einen der Pilger aus dem Haus der schwarzen Sonne an, sagen wir mal den hier. Mhm. Macht mit freien Aktionen einen Schritt auf ihn zu, hat immer noch die Hände zu den Seiten weggestreckt, versucht deeskalierend, non-gefährlich zu wirken. Er zaubert erstmal das Mirakel auf Überzeugen. Halbe sind 4, plus 5 sind 9. Würfelt dann sein Überzeugen selber. Mal gucken, ob wir vielleicht eine Seele retten können. Mit Nandus an deiner Seite. Doch hoffentlich, ne? Mit dem einzigen coolen Gott. Muss gerade mal schauen. Liturgisches Wirken ist natürlich auch erschwert. Selbstverständlich. Ich glaube aber nur um 5. Ich weiß nicht, wer du bist. Du hast Familie. Du hast sicher Geschwister. Du hast sicher Eltern oder Kinder. Es ist nicht zu spät. Wir können dich retten. Wir können dich beschützen. Du kannst hier rausgehen und du kannst dein Leben wieder aufnehmen. Kannst du deiner Familie zurück. Bitte mach das nicht. Er zögert und weicht einen halben Schritt von dir zurück. Dann Andoriel, 13. Kann ich alle sehen? Du kannst alle sehen, außer den Pilger, der direkt vor Abel mir steht. Das heißt, ich hätte auch prinzipiell freie Schussbahn auf die... Alles Sarkafik, ja, hättest du, klar. Okay, dann... Entfernung sind 18, 19 Schritt. Okay. Ich ziele ein, auf jeden Fall. Okay, zielen, nächste Aktion. Noch weiter. Weiterzielen, alles klar, 2 Aktionen zielen. Dann Falk. Sichtlich überrascht von dem Magister, der jetzt gerade vor dem Pilger aufgetaucht ist, würde ich ihm erstmal zur Hilfe stürmen. Das war bestimmt geplant. Gut, dann machst du eine Aktion Position und Angriff oder Verteidigung? Verteidigung. Verteidigung, gut. Dann Kasim. Aktion Eisschwert aktivieren. Mhm. Ritual? Ja. Öffentlich. Und Tempered. Und wenn das eine Ritualprobe ist, Patzen funktioniert auch hier. Und zwar besonders gut. Ja, ich weiß. Aber ich habe ein Chip. Und ich werde ihn benutzen, wenn nötig. Eine 19 ist da schon ein bisschen bei, aber es reicht nicht. Gut, alles klar. Dann kannst du deinen Stab auf den Boden hauen und hast ein Eisschwert in deiner Hand. Nächste Aktion. Ja, also Andoriel, du kannst sehen, wie Kasim an das Seil um seine Hüfte greift, es zuerst durchsichtig wird und sich dann zu einem thulamitischen Säbel aus dampfendem Eis umformt. Mhm. Nächste Aktion. 3, 2, 1. Dann tut Kasim nichts weiter, außer seinen Ritual. Also ja, Reaktion aufbewahren, Parade. Ja, alles klar, dann sind die Pilger dran. Und zwar, einer ist bereits zurückgewichen, der andere wird dann auch in den Kampf gehen, einen Schritt Position und dann kommen 1, 2, 3 umgewandelt, 4 Attacken von dem... Ich will vorziehen. Ja, alles klar. Der linke bewegt auf mich zu, richtig? Nur mit Aktion Position, also mit einem freie Aktion. Okay, dann würde ich den vor mir angreifen mit Finter 5, Wuchtschlag 5. Okay. Mit deiner Endurium-Schiene, die angepassten Werte, genau, ne? Genau. Ich würfel mal auf eine normale Attacke. Du musst keine Finte würfeln, wenn er dich zweimal angreift. Ist aber das war jetzt nicht, weil er mich angreift, hat gedacht, er hat trotzdem eine Parade. Hat er nicht. Frei ausweicht. Dann würde ich natürlich die... Fünfer Fruchtschlag, alles klar. Schaden? Gut, jetzt, ja, also plus 5, plus 2. Ich sag mal so plus 7. Ist da der Wuchtschlag schon mit drin? Yep. Gut, dann sind das 17. Er würfelt eine Selbstbeherrschungsprobe.
1, 2, 3. Und die sieht gut aus. Er bekommt eine Wunde, bleibt aber stehen. Bekommt eine zweite Wunde, bleibt aber stehen. 17 auf ihm. Und dann ist er mit seinem ersten Angriff dran. Ich würfel schon mal viermal. Zwei Treffen und zwei Treffen nicht. Der eine, weiß ich nicht, patzt. Schauen wir mal. Der eine patzt sogar. Dann gucke ich mir mal an, wie er patzt. Das ist der Nahkampfpatzer. Stolpert. Verliert er seine Aktion, deine Attacke vielleicht? Ja, wird er auf alle Fälle verlieren. Aber er hat ja sowieso zweimal nicht getroffen. Der andere trifft aber trotzdem zweimal von der Seite. War ein ganz normaler Angriff. Ich muss gerade mal schauen, was die haben. Ich glaube, Schwerter. War das mal von Dolchen, oder? Ja, dann sind es Langdolche wie bei Falk. Gut, ich kann nur einmal parieren, aber. 1W6 plus 3. Dann parierst du den ersten und bekommst 4 Trefferpunkte. Gut. Wohin? Musst du selber bewahren. Ich habe hier einen von 20. In den Kopf, doppelter Schaden, sehr gut. Dann sind das nicht 4, sondern 8 TP. Alles klar. Hast du ein Glück. Okay, das war der erste Pilger, das war der zweite Pilger. Alissa Carfink schickt ihren Bluthund als erstes los. Und zwar auf Abelmir. Nee, gar nicht. Derjenige, der so geleuchtet hat. Sprungangriff auf Teferi. Und Aurentien von Jilaskan wird auch angreifen. Und zwar Falk macht einen Sturmangriff. Er ist zwar blind, aber er bewegt sich sehr sicher durch den Raum und überspringt tatsächlich sogar eine Leiche von einem Pilger, der da liegt. Wir fangen an mit dem Sturmangriff von Aurentien auf Falk. Das ist kein erfolgreicher Sturmangriff. Dann darf Falk einen Passierschlag machen. Der wäre gelungen. Außer der hat auch mehr Aufmerksamkeit. Er ist aufmerksam, ja. Er hat das Auge von Blackeratz. Dementsprechend wäre das nicht gelungen. Entschuldigen Sie, okay. Aber das war nur ein Passierschlag. Ja. Das war ja keine echte Aktion von dir. So, und dann wird Deveri von dem Hund angesprungen. Ja, ich habe die Parade schon gewürfelt. Hab ich gesehen. Er kriegt also einen halben Waffenschaden, also 4. Korrekt. Dann bekommt von meinem Zauberstab. TP. Je nachdem, was er für Resistenz hat, keine Ahnung. Ja, also er ist. Gefundenes Traditionsartefakt. Ja, genau. Also passt, sind 4 TP. Rüstungsschutz ist 1 und 3 SP. Gut. Freie Aktionen habe ich, glaube ich, noch. Ne? In den freien Aktionen versuche ich weiter auf den Pilger aus dem Haus der Schwarzen Sonne einzureden. Erinner dich, als du ein. Kind warst. 6 Worte fertig. Okay, sehr gut. Dann sind wir, glaube ich, fertig mit allen unseren Aktionen. Nächste Kampfrunde. Ich ziehe vor. Und zwar auf der 16, die ich habe, mit dem Hund. Ich fange an, wieder Teferi anzuspringen. Ja, alles klar. Teferi wird weiter versuchen zu parieren. Ja, zweimal beißen. Eine 1 und eine 10. Das wäre beides mal gelungen. Und die 1 versuche ich zu bestätigen. Ach, dann hat er sich sogar verbissen. Ja, also die 1 war die erste Attacke, ne? Die erste Parade habe ich schon nicht auch, geschafft. Die hast du. Achso, da, die 8, die erste, ja, war eine 18. Okay. 18. Ja. Ja. Die zweite würde ich dann wohl parieren, aber da ist er ja dann schon verbissen, ne? Genau. Aua. Macht er für einen Schaden? 1W6 plus 3, ne? Ich muss gerade mal schauen. Kann sein. Was Hundebisse so machen, das ist halt ein Wehrheimer Bluthund, ne? Ich würde den 1W plus 4 beißen lassen. Auf jeden Fall. Machen wir 1W plus 4 und ist verbissen. Also 7 weniger 2 ist meine Rüstung eigentlich in allen Zonen. Trefferzone, wo hat er sich verbissen? Fragezeichen. Rüstest du selber? Torso. Alles klar. Dann kriege ich 5 Schadenspunkte. Geht damit auf 17 Lebenspunkte runter. Und 5 Schadenspunkte ist nicht. Dann die zweite Attacke. Du kannst direkt nochmal Schaden würfeln. Ich habe die 10 gewürfelt. Achso, und deine Parade funktioniert dann nicht? Oder? Weil er verbissen ist. Er ist ja schon verbissen. Also ich muss dann versuchen, mich von ihm zu lösen, quasi. Bernd, 2 plus 4 sind 6. 6 weniger 2 sind 4. Das wird zur Wundberechnung, wird der Schaden summiert, wie eine Attacke behandelt, ja. Dann habe ich die erste Wunde in der Brust. Das sind 1W6 Zusatzschaden. Kannst du selber würfeln? Ja, gerne. 6. Boah, Junge. Alles klar, ich gehe auf 7 Lebenspunkte runter. Ich habe eine Wunde, das heißt, ich muss erstmal eine Selbstverschussprobe machen, ob ich überhaupt noch stehen bleibe. Erste Wunde,
Zweierschwert. Er reißt und schüttelt an dir. Darf ich aber die Selbstbeherrschungsprobe? So, das war meins auf der 16. Der andere Pilger bleibt weiter. Gib mir nochmal eine Überredenprobe, Tefi. Ja. Überzeugen, nicht überreden. Ja, überzeugen kannst du auch machen. Langfristige Aktion. Genau. Da klappen. Und du siehst, wie er ein, zwei Schritte auf dich zutaumelt und tatsächlich versucht, diesen Bluthund an seinem Halsband zu ziehen, um ihn weg von dir zu kriegen. Damit das war freie Aktion. Ich habe ja noch zwei diese Runde jetzt. Hast du? Zwei aus der letzten hatte ich gesagt. Erinnere dich, wie du ein Kind warst, wie deine Eltern mit dir gebetet haben zu den guten Göttern. Mhm. Dann warte ich drauf, bis ich dran komme. Alles klar. Er lässt, wie gesagt, den Hund, versucht ihn eben dann von dir wegzuziehen. Gut, dann habe ich mit den Pilgern 1, 2 Aktionen. Das sind wieder 4 Schläge auf Abelmir. Ich würde gern vorziehen. Moment, auf welcher Inni sind die Pilger? 16. Ja, ich würde gern vorziehen. Nee, du, Kasim ist zuerst dran. Ich muss zuerst dran, ich habe nur 15. Ja, aber die haben vorgezogen. Ich habe auch vorgezogen. Ach, die haben vorgezogen. So, Abelmir kann einmal vorziehen. Wieso kann ich nicht? Okay. Dann schlage ich mal mit Schlag 10 auf den ein. Lass ihn nicht wehrt. Genau, er wehrt sich nicht. Die gehen jetzt für ihre Herrin in den Tod. Immerhin hat sie 6 Hörner auf dem Kopf. Das sind dann 19 Trefferpunkte. Ja, dann das ist der, den du schon angegriffen hattest, ne? Genau. Dann noch Bauch. Würfel mal 2W6 zusätzlich. Ich glaube, der ist fertig. Der ist wahrscheinlich ziemlich fertig, ja. Sicher? Ja, trotzdem reicht. Kampf. Okay. Tot. 4 Wunden, genug Lebenspunkte. Dann schlägst du mit deinen Schwertern zu. Die Endurium-Schienen leuchten weiter auf und der erste fällt. Der zweite kann dich aber zumindest einmal angreifen. Und mit der 9 ist ihm das auch gelungen für 1W6 plus 4. 1W6 plus 3 sind 6 TP. Wohin? Achso, willst du oder nicht? Ja, ist das wichtig? Ich glaube nicht. Torso. Stich in den Bauch. 4 Trefferpunkte und dann bleibt er hängen. 6 Trefferpunkte. Dann krieg ich 2 Schadenspunkte. So, das war der Pilger, der ist dann auch fertig. Ich habe noch Aurentian von Jidlaskan, auch auf der 16. Der hat seinen Sturmangriff eben nicht hinbekommen und würde jetzt gerne eine Finte gegen Falk ansagen. Finte 2. 14, nicht geklappt. Durch den Sturmangriff im Vorfeld. Sehr gut. Und er hat noch eine Parade übrig, die lässt er sich auch übrig, weil er ist nicht ganz so verblendet wie Alyssa Carfin, die jetzt langsam und gemächlich auf euch zuschreitet. Abelmir hat noch eine Aktion, wenn er möchte. Ich würde ihn auf neben mir einschlagen. Den Pilger. Mhm. Ja, plus 10. Ist los. Ich würde einen Chip einsetzen. Ah, alles klar. Dann los. Gelungen. Er kann sich ja nicht mehr wehren. Er kann sich nicht mehr wehren, nein. Muss gerade mal schauen, was hat er gewürfelt. Der hat noch eine 9 und noch eine 2. Der wird also gleich ein zweites Mal zustechen. Das kann ich dann noch abhandeln. Ich kriege 22 Trefferpunkte. Wohin? Das linke Bein, das ist seine Selbstbeherrschungsprobe. Die schafft er gerade so. Und dann sticht er ein zweites Mal mit seinem Dolch auf dich ein für 4 Trefferpunkte. Wohin? 16 wieder in den Torso. Dreht sein Messer noch einmal ekelhaft mit also, einem. Also Bauch bleibt da hängen. Genau, so, dann bin ich fertig und wir gehen wieder auf die 11. Teferi. Ich habe schon eine Parade gemacht, deswegen habe ich noch eine Aktion und ich würde versuchen, auf den Hund einzuschlagen, weil ich Angst habe, sonst bald tot zu sein.